Nächste Rednerin, Frau Abgeordnete Rosa Ecker. Danke, Frau Präsidentin, geschätzte Frau Minister. Ja, es wurde schon öfter gesagt, es liegen immer sehr viele Anträge der Opposition in den Ausschüssen, auch im Familienausschuss, und auch sehr viele Anträge, die eine Änderung des Kinderbetreuungsgeldes fordern. Und einige dürfen wir hier heute diskutieren. Manche wurden davon mehrmals im Ausschuss vertagt. Vertagt oder schubladisiert, kann man sagen. Die dringende, notwendige Reform des Kinderbetreuungsgeldes, der Abbau von Hürden beim Kinderbetreuungsgeld bei den Anträgen, Schluss mit dem Warten auf das Kinderbetreuungsgeld, Wartezeit auf das Kinderbetreuungsgeld verkürzen. All das wurde vertagt, obwohl es dringend Änderungen braucht. Und es wurde auch schon gesagt, aber man kann es nicht oft genug betonen, nicht, weil die Opposition alleine glaubt, es wäre notwendig. Nein, es gibt sachliche, begründete, fachliche Kritik von der Arbeiterkammer und auch von der Volksanwaltschaft. Und all das stärkt die Anträge der Opposition. Sehr geehrte Damen und Herren, Sie werden sich jetzt fragen, warum haben es denn dann doch manche Anträge auf die Tagesordnung geschafft? Ja, weil die schwarz-grüne Regierung im Ausschuss nicht schaffte, die Vertagungsanträge zu stellen. Man kann jetzt sagen, die SPÖ kann nicht bis 600 zählen, die ÖVP kann nicht bis 10 zählen. Und so kommt es eben, dass einige Anträge zu diesen Änderungen von den Regierungsparteien heute gleich ganz abgelehnt werden. Obwohl es notwendig wäre, den Beobachtungszeitraum für das Erfordernis der Erwerbstätigkeit beim einkommensabhängigen Kinderbetreuungsgeld zu verlängern und obwohl es mehr Individualität bei gleichzeitiger unbürokratischer Abwicklung und nicht zum Nachteil, sondern zum Vorteil der Eltern bräuchte. So werden wir aber zu keiner Lösung kommen. Wenigstens zu einem freiheitlichen Antrag gibt es heute von allen Parteien Zustimmung, denn zukünftig soll es auch beim einkommensabhängigen Kinderbetreuungsgeld eine Härtefallregelung analog zum pauschalierten Kinderbetreuungsgeld geben. Denn, sehr geehrte Damen und Herren, stellen Sie sich vor, ein Elternteil nimmt sich Zeit fürs Kind, beantragt einkommensabhängiges Kinderbetreuungsgeld. Und wird dieser Elternteil, Mutter oder Vater, schwer krank, muss vielleicht in einer Pflegeanstalt betreut werden, verstirbt vielleicht, gibt auch andere Gründe, kann auch sein, dass ein Elternteil in Haft kommt, aber es gibt für diesen anderen Elternteil dann keine Möglichkeit mehr, dieses Kinderbetreuungsgeld weiter zu beziehen. Und damit steht man nicht nur vor einer privaten, oft im Moment ausweglosen Situation da, sondern es ist auch ein enormer finanzieller Nachteil. Denn es gab bisher keine Härtefallregelung und die wurde 2017 abgeschafft, ohne Angabe von Gründen, und wird es eben aufgrund unseres Antrags hinkünftig wieder geben, wenn die Regierung dann auch tatsächlich ein Gesetz dazu ausarbeitet. Frau Minister, Sie sagten im Hearing zum Kinderrechte-Volksbegehren, Familien gehören ins Zentrum der Politik. Es braucht Lösungen, die nah an den Wünschen der Familie sind. Ja, Frau Minister, da geben wir Ihnen eindeutig recht. Aber Sie müssen schon auch vom Reden ins Tun kommen. Denn Familien wünschen sich und sie brauchen unbedingt eine Überarbeitung des Kinderbetreuungsgeldes. Es braucht einfache Antragstellung, es braucht bürgerfreundliche Unterstützung dabei, es braucht eine raschere Bearbeitung und es braucht vielleicht auch eine Bevorschussung, denn es ist zurzeit zu kompliziert und dauert zu lange. Auch aufgrund zeitlich verspäteter Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen, weil Stempel fehlen, Datum nicht exakt ist oder die Mailadresse nicht korrekt ist, den Fall haben wir sicher alle verfolgt. Und all das führt zu Rückzahlungen oder zur Einstellung des Bezuges. Österreich wollte einmal das kinderfreundlichste Land Europas werden. So wird es nicht gelingen. Sagt Rosa Ecker, die Familiensprecherin der FPÖ.